Willkommen zurück zur FIFA 16 Karriere. Heute spielen wir gegen den KFC Uerdingen 05. Haben wir nicht erst gegen den gespielt? Also ich glaube zu wissen, dass wir erst gegen den gespielt haben. Vielleicht war es auch in einer anderen Karriere, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ja, sind die meisten unserer Spieler wieder ausgeruht, was mir gefällt. Und zwar möchte ich Pflück auf jeden Fall spielen lassen. Vielleicht mal hier Waldschmidt und nicht Weihrauch, sondern Platte ist wieder... Ist wieder fertig, genau, er ist wieder fertig. Er ist wieder ausgeruht. Er ist wieder geheilt, genau. Platt ist wieder geheilt, deswegen will ich ihn nochmal spielen lassen. Und ja, wir haben noch Sieber zum Beispiel. Aber mir die Bahn eigentlich relativ gut gefallen hat da. Ich nehme Sieber mal so mit. So. Obwohl Staffeld kann ich eigentlich auch spielen lassen, ne? Statt Ito, weil Staffeld hat eine bessere Bewertung. Habe ich auch schon länger nicht mehr spielen lassen, glaube ich, weil er verletzt war. Und die restliche Aufstellung lasse ich einfach mal so, oder? Moment, wen habe ich jetzt eigentlich als Auswechselspieler dabei? Würde ich gerne Düke und Weihrauch schon mitnehmen. So, sollte eigentlich so passen. Und dann würde ich sagen, spielen wir gegen den KFC Uerdingen. Hoffentlich wird ein weiterer Sieg dabei herausspringen. Wir haben jetzt, glaube ich, jedes Spiel außer eins gewonnen. Das war gegen Chemie Leipzig, soweit ich weiß, mit Kotzbau im Tor. Kann mich noch daran erinnern, was der alles rausgeholt hat. Boah, ich bin so scheiße in Zweikämpfen, ne? Huala. Okay. Lassen wir das lieber. Und es regnet. Ich muss sagen, es regnet. Ja, genau, Korn. Das nennt man Regen. Weißer Regen. Nein, natürlich schneit es. Es schneit. Aber ich muss sagen, sieht einfach geil aus. Ich mag es im Schnee zu spielen. Ich wollte gerade schon wieder mal Regen sagen. Ich mag es im Schnee zu spielen. Was einfach cool aussieht. Und... ich habe es auch noch nicht sonderlich gemerkt, dass es die Spieleigenschaften irgendwie groß beeinflusst oder so. Aber ich konzentriere mich jetzt erstmal lieber auf das Spiel. Man kann bloß den Ball nicht richtig sehen, weil es kein oranger Ball ist, sondern ein gelber Ball. Und der gelbe Ball ist auf Schnee doch nicht so gut. Da wäre, wie gesagt, ein oranger Ball besser gewesen. Aber nee. Wäre ja sinnvoll. Ist ja FIFA. Passt nicht so zusammen, wa? Oh, das war gut gespielt. Ich kann nicht mal die Namen lesen von den Spielern. Alter! Boah, die schießen ja schon wieder die Zuschauer ab, ne? So, mal darüber passen. Oh, das war schön. Patrick Pflücke! Patrick Pflücke! Und wer ist das? Ich weiß es nicht. Ich kann den Namen nicht lesen. Auf jeden Fall hat er ein Tor gemacht. 1-0 für Aachen in der 11. Minute. 22. Wer ist unsere Nummer 22? Sorry, habe ich gerade keine Ahnung. Pflücke verschießt zweimal. Und dann... ich glaube, war es Weihrauch? Ich glaube, es war... nee, nicht Weihrauch. Oder? Nee, Platte, oder? Felix Platte war es, genau. Das 1-0 für Aachen durch Felix Platte in der 11. Minute. Nachdem Pflücke zweimal verschossen hat... haut Platte ihn dann über die Linie drüber. Finde ich gut. Ach ja, nix war das, nix. So, schön. Auf die Außen, auf Pflücke. Ah, gute Flanke auf Platte, aber er stand leider hinter den Verteidigern. War dann schlecht in dem Fall. War vielleicht keine so gute Idee, den Ball dahin zu werfen, wenn da ein Verteidiger steht, ne? Das war nicht so intelliklug. Ja, aufpassen. Pagano auf Hirsch. Der schickt El Zane. Jawohl, meine Spieler rennen sich gegenseitig um. Zum Glück verkackt er die Flanke. Das hätte nämlich echt gefährlich werden können. Ja, komm, Bahn. Er setzt sich da durch. Ja, der gefällt mir, der Junge. Der gefällt mir, muss ich sagen. Meiner. Staffeld. Oh, läuft da am Ball vorbei, ey. Ich fass es nicht. Egal, Achenbach haut ihn raus. Schenkt uns den Einwurf. Finde ich gut. Ja. Oh, shit. Ja, nee, da war ich schneller. Löhe. Löhe macht das seine Kunststückchen mit dem Ball. Aber solange er nicht ins eigene Tor haut, ist alles gut.
So, schick mal Platte da unten. Ach, nee. Dann auch wieder hinter dem Verteidiger. War nicht gut. Kam leider nicht dran. Ich weiß gerade gar nicht, welche Folge das gerade ist, die ich hier gerade vorproduziere. Ich habe jetzt gerade schon so viele Folgen aufgenommen. Müsste es, glaube ich, die 17. oder 18. sein? Ich glaube, es ist die 18. Ich glaube, es müsste die 18. Folge sein. Ja, dann werde ich vielleicht noch eine 19. machen und dann vielleicht noch mal irgendwas anderes aufnehmen, so wie Ark Survival Evolved oder sowas. Hatte ich jetzt sowieso noch mal Lust drauf und dann habe ich 7 Videos für eine Woche. Das sollte vielleicht erstmal reichen. Falls es euch interessiert, ich nehme das hier am Freitag noch auf, also am gleichen Tag, an dem die 13. Folge kam. Nehme ich jetzt gerade Folge 18 auf, falls es euch interessiert. Ich gerade krass am Vorproduzieren bin, weil wie gesagt, ich bin nächste Woche nicht da. Und ja, deswegen kann ich logischerweise auch nicht aufnehmen, wenn ich nicht da bin. Oh shit. Ah, kein Problem für Löhe. No Problem. Da wollte ich eigentlich nicht hinpassen, aber solange der Ball ankommt, beschwere ich mich nicht. Auch schön auf Platte, aber da war er ein bisschen zu weit, ne? Ja. Da bringt auch reinkrätschen nichts mehr. Oh! Waldschmidt mit dem 2:0. Schön gespielt. Was hat schön gespielt? Der hat ihn halt drüber gelegt. Waldschmidt nimmt ihn direkt mit. Habe ich einfach mal versucht, ihn zu passen. Schiebt ihn da außen am Gegenspieler vorbei. Interessant. Ist ein schwer zu sehen für den Torhüter von Uerdingen. War gut gemacht von Waldschmidt. Waldschmidt und Platte. Unsere beiden Torschützen bis jetzt 2:0 für Alemannia Aachen. Uerdingen scheint nicht so gut zu sein. Ich weiß gerade nicht. Ich sollte mir immer mal anschauen, wo die ganzen Mannschaften in der Tabelle stehen, damit ich ungefähr erwarten kann, wie gut die sind. Aber Uerdingen scheint nicht so weit oben zu sein. Obwohl nach der FIFA-Regel müsste Uerdingen ja ganz weit oben stehen, weil Mannschaften, die in FIFA oben stehen, spielen schlecht. Das ist immer so. So, Platte probiert's einfach mal von da. Nee. War keine gute Idee. Aber man kann es mal probieren, ne? Vielleicht geht er ja mal rein, ist ja FIFA, wa? Ah, ich spiele wieder über den Torwart da hinten, ne? Ah, die spielen wieder hinten rum, ey. Die haben Zeit, die haben Zeit. Sie liegen ja nur 2:0 hinten, ne? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Die schießen keine Tore. Ich gewinne. Am liebsten natürlich zu 0. So, muss ich irgendwas ändern? Eigentlich ja nicht, ne? Die Mannschaft spielt gut. Ich lasse die so. Die kann so weiterspielen. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich, muss ich sagen. Wenn sie jetzt nochmal 3 Tore schießt, dann bin ich erst recht zufrieden. Ja, da wollte ich probieren, mit Flücke vorbeizugehen. Hat leider nicht funktioniert. Da wollte ich nicht hinwerfen, weil direkt vor mir einer frei stand, aber gut, FIFA war anderer Meinung. Und was FIFA will, ist Gesetz. Oder so. Ja, ich dachte, da kann ich vorbeigehen. Ja, habe ich zu viel erwartet von diesem Spiel. Aber der war gar nicht mal so schlecht. Profiter müsste er eigentlich haben. Hat ihn aber nicht. Aber immer noch einen Freistoß rausgeholt von Bergern. Sehr gut gemacht. Da wollte ich auch nicht hinpassen. Ja, es ist der Hammer. Oh, Fehlpass. Hackenberg erobert den. Pflücke mit der schönen Flanke. Aber Platte in der Mitte kommt da leider nicht dran. Oh, cool. Danke für den Eckball. So. Komm einer her, bitte. Danke. Na, Profiter kommt da leider nicht dran. Oh, das war wichtig von Bahn. Das war jetzt nicht so wichtig, aber der Ball gewinnt gerade noch wichtig, weil der wäre frei durch gewesen. Sehr gut gemacht von Bahn. Von der Außenbahn. Nee. Boah. Er rennt Schackenberg ihn von hinten um, ey. Hat aber anscheinend zuerst Ball gespielt.
Zum Glück für ihn, weil über sowas kann man auch schon mal eine Karte ziehen. Eine Karte ziehen, genau. Man kann schon mal eine Karte ziehen. Eine Karte sehen natürlich, weil von hinten reingegrätscht ist immer schwierige Sache. Wieso haust du den denn raus? Hättest du einfach spielen können. So, wer läuft da? Chefchick. Ist der noch schnell? Ne, ist er natürlich nicht mehr. Oh, aber Fehler vom Verteidiger. Chefchick ist frei durch. Chefchick könnte ihn machen und Chefchick macht ihn. Das 3 zu 0 für Alemannia Aachen. Chefchick macht ihn da sicher. Aber was da der Verteidiger macht, da rein zu grätschen, er hätte einfach weiterlaufen können. Er war nämlich schneller. Aber dann lässt er Chefchick einfach sozusagen frei weiterlaufen. Ja. Und das war's dann, ne? 3 zu 0. Ich glaube, schon so gut wie die Vorentscheidung. Mehr als die Vorentscheidung eigentlich. Das holen die nicht mehr auf, denke ich mal. Aber wer weiß, es ist FIFA. So, kann ich schon mal auswechseln? Ja, vielleicht Waldschmidt und Bahn. So. Und lass mal wieder Weihrauch spielen. Ach komm schon, ich gehe doch da mit drei Spielern drauf, da muss man weiter den Ball bekommen. Aber ich spiele sich hier gerade so ein bisschen in Rausch. Aber da war einer meiner Verteidiger dazwischen. Ich weiß gerade nicht wer, weil ich den Namen nicht sehen könnte. Aber er war dazwischen, finde ich gut. Oh, und dieses Mal macht er genau den gleichen Fehler, er greift wieder und haut und holt Chefchick da von den Beinen. Ah, das könnte Folgen haben. Nur eine gelbe Karte. Gut. Ja, gut. Was hat er für eine Freistoßprezi? Patrick Pflück hat eine relativ gute, ne? Ja, der war so ein, zwei Meter drüber. Ein bisschen schwächer vielleicht. Und er wäre besser. Aber der war definitiv zu stark. Definitiv. Hackenberg. Ganz ruhig, ja. Scheiße. Knetsch. Kommt da zur Flanke. Aber einer meiner Verteidiger ist da. Nein! Ah, da muss der Fuß hinhalten müssen. Oh, Löhe. Lässt ihn in die Mitte abprallen. Boah, Leute, haut doch mal den scheiß Ball da raus. Boah. Was ist denn da los, ey? Abstoß? Ja, Abstoß, gut. Ich spiel viel zu riskant hinten rum, ne? Oh, der war schön. Ah, was macht Ditgen denn da? Was macht Ditgen denn da? Er bleibt einfach stehen. Richtige Hurensohn. Boah, Platte. Kopfball. Ah, schade. Schade, schade. Der Versuch war gut. Nee, zu weit. Kriegt Chefchick nicht mehr. Habe ich noch eine Auswechslung? Ja, habe ich noch. Ich glaube, Hackenberg muss raus, ne? Ja, Hackenberg muss raus. Hat aber viel geleistet im Spiel, muss ich sagen. So. So, packen wir ihn auf links rüber, so wie es seiner Rolle gerecht wird. Müssen wir bloß auf eine Spielunterbrechung warten, falls es noch eine gibt. Und dann wird Hackenberg ausgewechselt. Oh, Weihrauch. Boah. Aber mit dem rechten Fuß, mit der Innenseite, von da einen Drall zum Tor geben. Das muss man auch erstmal schaffen. Respekt. Ganz ehrlich, Respekt.
Was? Ach, nix war das. Egal, 90. Minute, das schaffen die nicht mehr. Also Sieg sowieso nicht, aber ich würde halt gern dann auch zu 0 gewinnen. Zu 0. Dankeschön. Ah, komm, mach doch endlich mal einen Einwurf. Ich habe mich gerade mal kurz gemutet, weil ich niesen musste. Alter, was machen die da? Aber der war vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne. Er war nicht stark genug. Weil manche sind zu stark, manche sind zu schwach. Eine perfekte Mischung aus beidem wäre perfekt. Aber kann es alles egal sein, wir haben 3-0 gewonnen gegen KFC Uerdingen. Ein ungefährdeter, souveräner Sieg der Alemannia aus Aachen. Die Mannschaft spielt gerade gut, ne? Durch Tore von Platte, Waldschmidt und Šefčík. Nee, die Tore wollen wir jetzt nicht sehen. Haben wir gerade schon gesehen. Nein, will ich auch nicht sehen. So, ich will weiter. Genau. So, dann schauen wir mal, was unser nächstes Spiel ist und ob wir vielleicht nochmal welche trainieren können. Ja. Ja, wir können trainieren. So, und zwar Platte. Ich möchte Platte nochmal aufleveln. Beispiel hier im Dribbling. Ist mal ganz gut. Dann Bahn natürlich. Unser vielversprechender Nachwuchsspieler. Einer unserer vielversprechenden Nachwuchsspieler. Bergan eventuell. Nee. Aber Pflücke. So. Und noch einer unserer Torhüter. Mach ich mal Abreu hier. Ihr könnt sie auch mal ein bisschen hochpushen. Aber mal schauen, ob sie auch was schaffen. Ich hoffe es natürlich. Und. Ja, nur Abreu wird aufgelevelt. Schade. Aber immerhin von Level 45 auf 46 ist doch auch schon mal was, ne? Also, dann schauen wir mal, gegen wen wir als nächstes spielen, was wir in der nächsten Folge sehen werden. Spiel ist auskuriert. Wer? Dema ist auskuriert. Geil. Und ich sehe, wir können hier schon die nächste Trainingseinheit machen. Ja, die nächste Trainingseinheit. Wieder Platte. Und Waldschmidt natürlich auch. Außerdem noch Bahn. Und natürlich nicht zu vergessen Patrick Pflücke. Und dann noch... Oh, keine Ahnung, Hackenberg. Hackenberg kann ich auch mal ein bisschen pushen. Obwohl, der ist eigentlich schon so gut. Der muss nicht besser werden. Oh, Platte ist aufgelevelt. Sehr geil. Finde ich gut. So, haben wir also einen besseren Platte für das nächste Spiel, der noch mehr Tore schießen kann und uns zu einem noch deutlicheren und klaren Sieg verhelfen kann. Wir haben noch eine E-Mail erhalten. Aktuell ist aus bestimmten Ländern, kann mir aber egal sein. Und ja, dann sehen wir im nächsten Spiel. Da sehen wir im nächsten Spiel das Spiel, genau. Dann sehen wir in der nächsten Folge das Spiel gegen Waldhof. Waldhof Mannheim ist es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall würde ich sagen, haut rein, Leute. Und ich würde auch sagen, machen wir Schluss für heute.